und herzlich willkommen heute mal aus der Küche. Wir wollten euch ja heute noch mal oder wir wollten euch ja mal im Video zeigen, was wir mit den Pilzen und Beeren machen, die wir hier alle so im Wald finden. Die Saison geht ja quasi im Sommer, Juni, Juli los mit den Moltebeeren. Dann kommen irgendwann Himbeeren, Walderdbeeren, Blaubeeren. Preiselbeeren und zum Ende des Jahres dann im Herbst die Pilze. Der Herbst ist jetzt ja da, man sieht es ja am Anfang des Videos. Preiselbeeren und wir haben dann noch die Moosbeere. Die Moosbeere wird ja in Deutschland als Cranberry verkauft. Allerdings habe ich noch nie irgendwo schwedische Cranberries gesehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil es mühsam ist, die zu pflücken. In dem Video geht es eigentlich um drei Dinge. Einmal, wie frieren wir ein, wie machen wir haltbar mit Antipasti und um das Trocknen. Wir haben immer jeweils kleine Videosequenzen vom Sammeln und vom Zubereiten gemacht. Alles nur in kleineren Mengen, weil wir dieses Jahr nicht die Zeit haben, halt große Mengen fertig zu machen. Und ich denke, bei dem ein oder anderen Video wird es dann nochmal was zu sehen geben. Diese typischen Sachen wie Marmelade oder Kompott, die man auch macht, da gehe ich in dem Video jetzt nicht drauf ein. Ich denke, das ist eigentlich jedem geläufig und das muss man nicht unbedingt nochmal zeigen. So, im Topf ist ein Schluck Wasser. Das Ganze einmal heiß werden lassen, aufkochen. Das ist jetzt hier für Blaubeergelee. Da sind die Stiele noch dran. Ich habe die jetzt nicht alle abgezupft. Wenn man natürlich Marmelade macht, dann die Stiele vorher abmachen. So, wenn das Ganze jetzt aufgekocht ist, einfach in saubere Gläser abfüllen. Einmal den Rand sauber machen. Deckel. Und dann wie bei Marmelade oder Kompott auf den Kopf stellen. Und abkühlen lassen. Wir nehmen mal die großen Gläser, die Blaubeeren oder Preiselbeeren, das geht mit beiden sehr gut. Putzen wir vorher, Stiele entfernen und dann kochen wir die einmal kurz auf, wenn wir keine Zeit haben. Und später kann man dann immer noch Marmelade, Kompott oder sonstige Sachen damit machen. Der Vorteil ist, es geht relativ schnell. Man muss nicht alles auf einmal machen, wenn man Marmelade machen will. Man kann das an der Seite stellen, es hält sich lange und der Geschmack ist derselbe. Ja, und mit unseren Pilzen, da machen wir auch so ein paar Sachen. Wir haben hier einmal einen Steinpilz, eine Rotkappe, einen Röhrling, eine Braunkappe und einen Sandröhrling. Dazu kommen natürlich jetzt noch die Pfifferlinge. Und später im Herbst gibt es dann hier noch die Trompetenpfifferlinge, die auch massenhaft vorkommen. Dann haben wir hier noch relativ häufig den Semmelstoppelpilz. Der ist allerdings für uns nur zum Trocknen geeignet. Ja, zum Putzen rechnet sich am besten ein Wildschweinborsten am Messer oder ein Pilzpinsel, den gibt es für Champignons oder so. Auf jeden Fall müssen alle Pilze erstmal gründlich gereinigt werden. Ja, leider ist oft das Verhältnis von Pilzen, was übrig bleibt, zum Abfall
Wir schneiden natürlich auch alles weg. Und wenn ich zum Beispiel im Supermarkt in Deutschland sehe, dass da getrocknete Steinpilze mit 1 Million Madenlöcher sind, dann kriege ich schon die Krise. Das möchte ich nicht haben und das will ich auch in meinen getrockneten Pilzen nicht haben. Bei den Rotkappen ist das ja so oft, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier richtig erkennen kann, dass hier dieses Loch ist und wenn man die dann durchschneidet, dann hat man hier diese Fliege drinne. Gerade bei den ersten, die in der Saison kommen, ist das sehr häufig und man kann es rausschneiden, wenn es noch nicht so schlimm ist. Ansonsten kann man meistens am Anfang der Saison die Rotkappen vergessen, weil die relativ stark durchsetzt sind. Hier nochmal bei einer kleinen Rotkappe. Die kann man im Endeffekt gleich entsorgen, einmal durchschneiden. Ich habe die jetzt mal nur gesammelt, um das hier zu zeigen. Auch hier wahrscheinlich, wenn man den Schwamm abnimmt, sieht man hier schon unter dem Schwamm. Also im Endeffekt am Anfang der Saison sind die Rotkappen meistens hier bei uns in der Region nicht zu verwerten. Die Rotkappen haben ja noch die Eigenschaft, dass das Fruchtfleisch sehr schnell nachdunkelt, quasi richtig schwarz wird. Ich schneide das hier mal ab und lasse das hier mal einen Moment liegen. Kann man das ganz gut sehen, wie die nachdunkeln. Beim Trocknen werden die komplett schwarz. Die Rotkappen nehmen wir meistens nur zum Trocknen oder wenn wir mal ein paar haben. Als Mischpilze kommen die da mit rein. Ja, bei den Pfifferlingen machen wir im Endeffekt drei Varianten. Getrocknete Pfifferlinge ist überhaupt nicht unser Geschmack. Auch hier wieder putzen, mit dem Pinsel alles abschneiden und so weiter, was man nicht haben möchte, was nicht gut aussieht. So mit den kleinen Pfifferlingen, da zeige ich euch, was wir damit machen. Ja, eine Variante, die wir mit den Pilzen immer machen, ist, dass wir Antipasti davon machen. Davon brauchen wir einen milden Balsamico-Essig. Dann brauchen wir Olivenöl, einen Kräutermix, jetzt hier gekauft, weil keine Kräuter im Garten bei uns wachsen im Moment. Dann die Pfifferlinge, Zwiebeln gehackt und Knoblauch nach Geschmack. Und natürlich Salz und Pfeffer. Ja, zuerst Olivenöl in die Pfanne. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, weil es kommt hinterher noch reichlich Olivenöl dazu. Wenn das Öl heiß ist, dann die Pfifferlinge als erstes hinzugeben. Das ist alles ja ein bisschen kleinere Portionen, nur zu Demonstrationszwecken. Als erstes die Pfifferlinge hineingeben. Ich nehme da ganz gerne kleinere für. Weil die ganz gut in die Gläser passen. Und wenn die Pilze kurz angebraten sind, je nach Geschmack, die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Salz und Pfeffer. Dann mit dem Balsamico-Essig einmal ablöschen und kurz aufkochen. Kräuter mit hinzu. So, dass wenn das dann fertig ist, das Ganze heiß in saubere, sterilisierte Gläser abfüllen. Und das Ganze dann mit Olivenöl auffüllen. Bis die Pilze komplett bedeckt sind,
Das sind jetzt hier ein bisschen wenig Pilze. Normalerweise machen wir da größere Mengen und füllen mehrere Gläser ab. Und dann das Ganze verschließen und kalt werden lassen. Hält sich ungefähr, ich glaube so kühl gelagert, ein Jahr mindestens. Schmeckt super zu frischem Brot oder Baguette. Kann man mit Steinpilzen machen und mit allen anderen Pilzen auch. Bei giftigen Pilzen, so wie die rohgiftig sind, so wie bei Hallimasch, wenn man das denn mag, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Pilze vorher abzukochen. Ja, die Variante mit dem Antipasti eignet sich natürlich auch hervorragend für Gemüse, Zucchini, Möhren, alles was man so, Tomaten, eingelegte Tomaten, ein bisschen ausprobieren, welcher Balsamico-Essig einem am meisten zusagt und welche Menge. Und dann gehen wir jetzt über zum Pilze trocknen. Ja, die Pilze dann auf der Dürre trocknen, je nach Dürre. Am besten gucken, wie lange das dann dauert. Wir trocknen hauptsächlich Steinpilze und Maronen, Semmelstoppel oder so. Und wenn die Pilze dann getrocknet sind, packen wir sie in Gläser und bewahren die dann auf für Soßen oder wir machen die irgendwo mit rein. Dann kann man die Pilze, wenn sie getrocknet sind, noch im Mörser zerstoßen, damit man hinterher ein Pulver bekommt. Das kann man dann löffelweise in Soßen zugeben. Da kann man oder tun wir dann auch mal einen Pfifferling mit bei, weil Pfifferlinge auf der Dürre ist nicht unser Fall. Beim Pilze trocknen und beim Beeren trocknen ist das so. Die Pilze gehen ja auf jeden handelsüblichen Dürre. Wir haben zwei verschiedene. Die ganzen Utensilien wie Schweißgerät, Dürre, die wir benutzen, das packe ich euch mal alles unten in die Videobeschreibung mit rein. Beim Beerentrocknen von den Preiselbeeren und von den Blaubeeren ist es, oder auch von den Cranberries, ist es wichtig, dass ihr ein kleineres Sieb habt. Wenn das Sieb zu grob ist, empfiehlt sich eine Dörrfolie drunter zu legen. Und es gibt ja unterschiedliche Temperaturen und Dauer. Man kann das auch im Backofen machen. Die Steinpilze frieren wir oft portionsweise im Vakuumbeutel ein. Die sind geschmacklich danach genauso gut, als wenn sie frisch sind. Tauen die dann auf, braten die einfach. Bei den Pfifferlingen frieren wir die Pilze nicht so ein. Das heißt, eingefrorene Pfifferlinge, mir persönlich schmecken sie nicht. Die haben einen anderen Geschmack, als wenn sie frisch sind. Wir machen Pfifferlinge eigentlich bratfertig. Das heißt, wir braten die Pfifferlinge mit Zwiebeln und Speck an. Und wenn die Pilze anfangen Wasser zu ziehen, dann verpacken wir die in Beutel und frieren diese Beutel ein. Es gehen natürlich auch Vakuumdosen oder was auch immer man dafür verwenden möchte. Diese dann in gefrorenen Zustand in die Pfanne oder auch aufgetaut und einfach zu Ende braten, ist geschmacklich wesentlich besser, als wenn man Pfifferlinge so einfriert. Das ist zumindest unsere Meinung und unser Geschmack. Wir haben das schon ein paar Mal ausprobiert und das Ergebnis ist eigentlich so, als wenn man frische Pfifferlinge zubereitet. Ja, neben den klassischen Sachen, die man halt so kennt, einfrieren und so weiter, hat man mit dem Antipasti und auch mit dem Trocknen von den Beeren natürlich noch die Möglichkeiten, sich andere Lebensmittel haltbar zu machen und die dann bis zur nächsten Saison zu genießen. Die Beeren im Müsli oder die Cranberries im Brot, und es gibt ja die verschiedensten Anwendungen dafür. Und so hat man von der Saison im Herbst eigentlich das ganze Jahr was bis zur nächsten Saison. Dann möchte ich mich noch ganz herzlich für die T-Shirts bedanken, die wir bekommen haben. Das ist eine coole Nummer und vielen Dank dafür.